Bundesliga. 14. Spieltag, Hertha BSC Berlin trifft auf Borussia München-Gladbach. Ein Duell in der Bundesliga für uns. Absolut eine Pflichtaufgabe. Wir sehen die Tabelle, wir sind punktgleich mit dem Bayern ganz, ganz vorne. Gladbach, gut, ich habe euch die Tabelle jetzt leider nicht gezeigt, habe sie mir aber angeguckt. Gladbach ist kurz hinter Dortmund, Anfang der zweiten Tabellenhälfte. Spielen also eher so eine mäßige Saison, kann man sagen. Die Hertha heute ein bisschen umgestellt. Zum einen wirft natürlich das nächste Champions-League-Spiel gegen Juventus Turin so ein bisschen seine Schatten voraus. Zum anderen heute mal wieder mit einer neuen Formation, nachdem er die letzten Spiele zumindest mich nicht so sehr überzeugt haben. Also die ganze Saison war bis jetzt einfach noch nicht so stark, wie ich mir das erwünscht habe. Heute also wieder mit einer neuen Formation, die wir schon kennen, nämlich das 4-3-3. Kehrt zurück, Viererkette, drei Mann im Mittelfeld, zwei Defensive, ein Offensiver und dann ein Dreiersturm mit zwei Flügelspielern. Damit kehren wir jetzt also wieder zurück, so ein bisschen back to the roots. Mehr oder weniger. Einfach, ich brauche ein paar neue Impulse, mir hat das nicht gefallen. Wir sind vor allen Dingen offensiv einfach viel zu schwach gewesen. Und das jetzt halt, wie gesagt, das hat jetzt nicht nur was damit zu tun, dass wir jetzt gegen Dortmund aus dem Pokal rausgeflogen sind. Aber auch so, wenn man sich mal die Spiele anschaut. Ja, es gab zwei Spiele, die gingen 3-0 aus. Es gab ein Spiel, das ging 5-0 aus. Ja, und ansonsten haben wir es eigentlich seltenst geschafft, viele Tore zu schießen. Also zwei Tore, meistens war es ein Tor oder gar kein Tor. Und das soll halt nicht so sein. Die Aufstellung habt ihr ja gerade schon kurz gesehen von uns. Ich spreche sie trotzdem gerne nochmal an. Also Cristiano, unser Torwart, spielt heute von Beginn an. Er setzt mal oder gibt Kevin Trapp mal eine Regenerationspause. In der Abwehr haben wir links Felix Bastians, in der Innenverteidigung Sire neben Langkamp und rechts außen darf heute mal wieder Peter Pekarik ran. Der ist ja mit Sicherheit nicht glücklich mit der Zahl der Einsätze und darf dementsprechend heute mal wieder einen verbuchen. Im Mittelfeld Hosogai neben Alex Baumjohann und jetzt erstmal die erste Möglichkeit für die Hertha. Chongtese mit einem Abschluss aus der zweiten Reihe. War gar nicht mal so schlecht, aber am Ende weit am Tor vorbei, sogar so weit, dass das Spiel uns nicht mehr ein Replay davon gibt. Naja, also wie gesagt, Hosogai neben Baumjohann, im offensiven Mittelfeld Hani Mukhtar. Ja, und dann haben wir noch die Flügelzange, die besteht heute rechts aus Leger, links aus Ben Sahar, wenn ich das richtig im Kopf habe, und im Sturm eben Chongtese. Gladbach heute in den grünen Trikots. Und Hajime Hosogai vorne. Achtung, jetzt Kopfballmöglichkeit, These. Nächste gute Chance für die Hertha. Aber Ter Stegen ist zur Stelle. Schön antizipiert von Anthony Sire. Macht er gut. Und Felix Bastians. Direkt mit der Flanke. Baumjohann! Alexander Baumjohann! Mit einem richtig beherzten Schuss. 1-0. Führung für die Hertha. Was war das denn für ein lustiger Jubel? Pekarik und Baumjohann zelebrieren das Ganze ja mal richtig ausgelassen. Hier sehen wir es. Nachdem der Kopfball von Chongtese nicht zustande kam, landet der Ball bei Baumjohann. Der zieht ab, Nordweit kann den Schuss nicht verhindern. Und ja, der ist so gut platziert und so festgeschossen, dass da auch Marc-André Ter Stegen keine Chance hat. Ja, und damit Führung für die Hertha aus Berlin. Nach etwas mehr als 11 Minuten. Erstes Saisontor zudem für ihr Alexander Baumjohann. Und hättet ihr das gedacht? Baumjohann hat... Gut, jetzt eine Auswechslung mal nicht mitgezählt. Die Saison fast genauso viele Spiele gemacht wie Marco Fabian. Also ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, er hätte viel, viel weniger Spiele gemacht. Aber die nackten Zahlen lügen nicht. Toller Pass von Pekarik gerade übrigens. Warte mal. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken. Nee, sie haben sogar mit dem Spiel heute, weil Fabian nicht spielt, aber Baumjohann, sind sie sogar gleich auf.
Klar, Einwechslungen, Auswechslungen sind da jetzt mal nicht mit eingerechnet. Aber rein von den absolvierten Partien sind sie gleich auf, was die Anzahl angeht. So, jetzt müssen wir aufpassen. Mlappa hat da gerade mal versucht, einen Vorstoß zu wagen. Mit ein bisschen Glück bleiben wir im Ballbesitz. Sehr gut. Ben Saha. Baumjohann. Passt jetzt. Und Hosogai. Auf dem Flügel natürlich wieder mal so ein bisschen verloren. Da gehört er halt einfach nicht hin. Jetzt Jonathan Leger. Chong These. Und das dürfte einen Eckball geben, oder? Ja, gibt's auch. Gut verteidigt von... Oh, Namen konnte ich jetzt nicht lesen. Ecke für die Hertha. Mukta wird den Eckball treten. Kommt auf Langkamp. Er kommt da nicht ran. Nachschussmöglichkeit durch Baumjohann. Aber abgeblockt der Schuss. Anthony Siere. Super nachgegangen. Und damit jetzt Möglichkeit für Chong These. Der holt immerhin einen Einwurf raus. Muss jetzt den Einwurf selbst machen. Das ist natürlich super. Leger. Leger. Ah, schade. Da kam der andere Spieler noch zur Hilfe. Damit kam da Jonathan Leger nicht durch mit dem Dribbling. Hosogai. Schöner Einsatz. Jawohl. Jawohl. Hajime Hosogai. Guter Einsatz da. Ja, ja, ja. Nimm doch den anderen. Oh, das war jetzt alles ein bisschen unkommod. Guter Abschluss noch von Ben Saha, aber ideal war das nicht. Oder war es Baumjohann, weil der jetzt gezeigt wird. Hier sehen wir mal das Tor von ihm. Super Schuss, perfekt platziert. Schön weggedreht auch noch vom Torwart. Das war eine fiese Flugkurve. Und das hat uns die Führung beschert. Gegen die Fohlenelf. Und wieder Anthony Siere. Alter Vater. Was der hier für ein Spiel macht. Okay, hier wird er ausgebremst, war aber ein Foul. Oder was abseits? Ich weiß es nicht. Ja, war abseits. Okay. Egal. Trotzdem, starkes Spiel hier von Anthony Siere. Muss ich einfach so sagen. Also gefällt mir richtig gut bislang. Das war abseits, oder? Ja, war abseits von Ben Saha. Schade. Und wieder Anthony Siere. Ah, Fehlpass. Muss man ein bisschen aufpassen hier. Wir neigen ein wenig zu Fehlern. Ja, und wie gesagt, diese Formationsumstellung hat jetzt tatsächlich nichts mit dem Dortmund-Spiel zu tun. Ich finde, das Dortmund-Spiel, ich habe mir das natürlich auch nochmal im Schnitt so ein bisschen angeguckt. Es gibt ja die Legende vom FIFA-Momentum. Und ja, ich würde sagen, das haben wir auf jeden Fall gegen Dortmund gesehen. Also wir hatten wirklich gute Chancen. Uns rausgespielt und bei uns hat einfach nichts geklappt, während Dortmund dann halt eine Situation hat und diese eiskalt ausnutzt. Also sehr, sehr bittere Niederlage. Aber ich sag's wirklich so, wie ich auch schon in der letzten Folge gesagt habe. Es ist bitter, aber es ist auch nicht so tragisch, weil wir haben halt den Pokal echt schon mal gewonnen. Das klingt jetzt total behindert vielleicht, aber es ist halt einfach so. Wir haben den Pokal schon mal gewonnen in der ersten Saison. Und dementsprechend, ja, ist es jetzt nicht... Guter Pass wieder mal, Pekarik, Alter. Also heute wirklich die Pass-Machine. Also ist jetzt wirklich nicht so mega tragisch, dass wir das jetzt halt nicht schaffen in dieser Saison. Blöd ist es natürlich, ne? Triple wäre halt schon so das Ziel. Ist jetzt halt nicht mehr drin. Aber was willst du machen? So, Cristiano. Guter Pass. Jetzt Mukta. Gladbach hier in der Phase mit ein bisschen mehr Druck jetzt. Aber jetzt ist gleich Pause. Das heißt, wir versuchen jetzt nochmal einen Angriff aufzuziehen. Pekarik. Auf Mukta. Hani. Mukta, probier's. Ähnliche Versuch wie vorhin mit Baumjohann. Und der war ähnlich gut. Knallt aber leider nur an dem Pfosten. Schön weggedreht. Verteidiger bleibt dann nur das Zuschauen. Die Flugkurve war natürlich bei weitem nicht so gut wie beim Schuss von Alex Baumjohann. Aber das Ergebnis war ähnlich. Fast ein Tor hier für die Hertha.
Leider nur fast. Und damit sollte der Schiri jetzt abpfeifen. Ja, macht er auch. Und damit steht es 1-0 für die Hertha aus Berlin zur Pause. Ist okay bislang, was wir hier anbieten. Perfekt, noch lange nicht, aber es ist okay. Ne? Also wir haben das Spiel im Griff. Das ist schon mal sehr viel wert. Wir haben schon zwei Spieler, die jetzt schon relativ platt sind. Das ist ja super. Egal. Wir gehen in die zweite Hälfte. Unsere Hertha jetzt also von rechts nach links. Ja, wollen wir auch mal schauen, was wir hier noch zustande bringen. Der Sieg ist natürlich das ausgegebene Ziel. Das ist ja ganz klar. Das wollen wir heute erreichen. So, Mukta. Ja, das war ein Versuch. Mehr aber auch nicht. Ja, Bastians. Fast an den Ball gekommen, aber nur fast. Und Felix Bastians. Sehr gut. Das war wichtig, dieser Ballgewinn. Damit es da erst gar nicht gefährlich wird. Guter Pass von Mukta auf Pekarik. Gleich mal das Spiel so ein bisschen entzerrt. Ah, gut, das war jetzt natürlich wieder ein dummer Fehlpass. These da mit einem falschen Laufweg. Oh, wieder Glück gehabt. Felix Bastians. These. Leger legt sich den Ball vorbei. Jonathan Leger. Ball kommt, aber These kann da nicht zum Kopfball ansetzen. Schade. An sich eine gute Möglichkeit gewesen. Aber These kam nicht zum Kopfball. Chong These jetzt. Guter Pass auf Benzaha. Benzaha! 2-0 für die Hertha. Unser Israeli sticht. Benzaha nach super Zuspiel von Chong These. Der zieht da den Innenverteidiger mit raus. Und dann ist niemand nah genug bei Saha, um ihn entscheidend zu stören. Ja, und der Schlenzerschuss genau platziert ins Eck. Lässt Marc-André Ter Stegen keine Chance. 2-0. Die Hertha baut die Führung aus. So, und jetzt an der Stelle würde ich sagen, wechseln wir dann doch mal vielleicht, oder? Das ist übrigens die Bank. Auch hier wenige bekannte Namen, viele aus der zweiten Reihe vor allen Dingen. Wir bringen mal Sebastian Eisfeld. Und ich würde auch gerne mal wieder Dre Wright sehen, ehrlich gesagt. Auch wenn wir jetzt da eigentlich gar keine Not haben. Wir können ja theoretisch mal Saha, wobei ich gerne These spielen lassen würde. Der ist im Flow. Ich würde gerne Dre Wright bringen, aber ich wüsste nicht, wie ich rausnehmen soll dafür. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, jemanden rauszunehmen bis jetzt. Welche Minute sind wir denn? Ja gut, Wright können wir immer noch bringen. Also, Wechsel bei der Hertha. Henny Mukta geht raus, Sebastian Eisfeld. Mal wieder in der Partie. Dre Wright, denke ich mal, bringen wir dann auch noch, eventuell. Oh, Achtung, Achtung, guter Pass! Abseits, pfeift der Schiri, aber der wäre auch nicht reingegangen. Aber wirklich ein starkes Zuspiel. Da war die Hintermannschaft komplett aufgerissen. Hätte also gefährlich werden können. Glück für uns, dass es nicht so war. So, jetzt kommt Raphael rein für Christoph Kramer. Oder es müsste auch Raphael sein. Ja, da oben steht's. Also, Raphael neu im Spiel. Auf Seiten der Gladbacher. Super Ballername von Eisfeld. Da hat man jetzt doch gerade ganz, ganz stark den Unterschied gemerkt zu ihm und Mukta. Ja, Anspielstationen sind gerade so ein bisschen Mangelware. Da wollte ich nicht hin, schade. Eisfeld, super Zweikampf. Sebastian Eisfeld, probier's doch mal.
Und These im Abseits. Ja, schade. Chong These im Abseits. Und ich würde sagen, jetzt nehmen wir auch mal wieder einen Wechsel vor. Zaha geht jetzt mal raus. Für ihn bringen wir Wright. Und dann würde ich tatsächlich mal Wagner bringen für Chong These, oder? Oder. Nee. Wir bringen mal Per Kluge für Hosogai. So, jetzt Moment. Trage ich das gerade mal ein. Eisfeld. Kluge. Und wen haben wir jetzt noch reingebracht? White. White hat bis jetzt nur einmal gespielt. Und da hat er direkt ein Tor gemacht. Mal gucken, ob er die Quote weiterbringen kann. Auch Per Kluge hat bis jetzt ein Spiel gemacht. Ist jetzt sein zweiter Auftritt in dieser Saison bei der Hertha. Ist ja seine Abschiedssaison, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, Baumjohann auf Jonathan Leger. Fehlpass, direkt mal. Baumjohann. Alexander Baumjohann. Schade. Bastian, super, wie er sich da durchsetzt. Klasse Ballgewinn. Baumjohann auf Sebastian Eisfeld. Ja, der Pass war jetzt nicht so optimal. Schön, Langkamp auf Eisfeld. Und wieder, wieder diese kleinen Missverständnisse leider. Da geht der Spieler steil, wo er den Pass empfangen müsste. Und auch hier wieder, These, direkt steil gegangen, obwohl es gar nicht an der Tat nicht naht. Sagen wir es mal so. Und Ballverlust durch Chong These. Oh, und der hat sich offenbar gerade gezerrt. Das sah zumindest gar nicht gut aus. Hätten wir ihn vielleicht doch rausnehmen sollen. Wir werden sehen. Na, jetzt läuft er wieder. Das ist gut. Sebastian Eisfeld. Easy Platz hat er. Wird jetzt hier umgelegt, aber Schiri lässt hier die Pfeife stecken. Kein Pfiff gegen Gladbach in der Situation. Na gut, Eisfeld hat halt körperlich noch Defizite. Ist ja noch ein sehr, sehr junger Spieler. 16 Jahre gerade mal jung. Da kann sowas schon mal passieren. Auch Anthony Siere ist noch sehr jung. Bei dem merkt man es nur nicht. Oh fuck. Das war kein guter Ballverlust mit Baumjohann da. Und das war ein Foul. Gibt Freistoß für die Hertha. Hier sieht man es. Da hat er Felix Bastians ordentlich umgerempelt. Völlig richtig, dieser Freistoß. Aber ich kann gerade nichts machen. Jetzt geht's. Gucken wir mal, ob wir noch hier einen brauchbaren Angriff zu Ende spielen können. Zeitlich müsste ja einer noch drin sein. Aber Gladbach nimmt uns einmal mehr den Ball weg. Alter. Pekarik stellt sich da auch doof an. Jetzt der Ballgewinn, aber auch gleich wieder der Ballverlust durch die Hertha. So, jetzt haben wir ein bisschen Platz. Aber der Schiri pfeift natürlich ab. Oh, das regt mich so auf, ey. Das ist so unbefriedigend, diese Schiri-Abgepfeife. Ich schwöre euch, das war bei FIFA 13 einfach so viel cooler. Egal, heulen wir nicht rum. 2:0 gewinnt die Hertha gegen Borussia Mönchengladbach. Und tut damit ihre Pflicht. Ben Zaha und Alexander Baumjohann sorgen für den Endstand. Ich denke, es war ein okayes Spiel, würde ich jetzt einfach mal sagen. Natürlich nicht der glanzvollste Sieg, den wir hier jemals gesehen haben, aber sehr in Ordnung, würde ich mal behaupten. So, wir sehen hier nochmal die Highlights des Tages. Zahas drittes Saisontor bereits.
Dann muss ich gleich mal gucken, wer Vorlagen gemacht hat, etc. So, Spieler des Spiels ist Alexander Baumjohann zum dritten Mal bereits. Nee, warte mal. Halt. Baumjohann war noch nie Spieler des Spiels. Haha. So. Baumjohann. Also, erstes Mal die komplette Saison über wettbewerbsbegreifend Spieler des Spiels. Wettbewerbsübergreifend natürlich. So, und wir gucken mal. Vorlagen hat John These eingegeben und das war's, ne? Also, These mit der Vorlage. Sehr schön. Alles klar. Gut. Damit gehen wir weiter. Gucken mal, was die Konkurrenz gemacht hat. Bayern hat 1-0 gewonnen gegen Stuttgart. Schalke hat verloren. Oh, Cherry Jeff. Aha. Was ich hier so als Interessantes mache. So, Champions League-Tabelle wird uns schon angezeigt. Die ist jetzt aber erstmal noch egal. Es geht uns um die Bundesliga. Also, wir sind nach wie vor punktgleich mit dem FC Bayern, die ja auch wieder gewonnen haben. Der FC Schalke verliert allerdings sein Spiel, rutscht damit direkt ab auf Platz 5. Hamburg und Wolfsburg ziehen jedoch nach. Haben die sogar gegen Hamburg gespielt? Ich glaube schon, ne? Also damit bleibt es nach wie vor eng im Kampf um die Meisterschaft. Wir sind immer noch Zweiter, punktgleich mit dem FC Bayern. Und ja, das kann sehr, sehr interessant werden. Wir gucken mal ganz kurz in den Kalender hinein. Ich glaube nämlich, als nächstes spielen wir dann tatsächlich gegen Schalke. Also jetzt erstmal Champions League gegen Juventus und dann tatsächlich gegen den FC Schalke und dann gegen Wolfsburg. Also zwei Duelle gegen direkte Konkurrenten. Sehr, sehr wichtige Spiele und da bin ich gespannt drauf. Da können wir schon mal vieles gut machen auf jeden Fall. Gerade auf die Konkurrenz, die so hinter uns ist. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder am Start und ich sag tschüss.